das? Blumen. Vögel. Blumen. Ich komme auch auf Sachen. Ich habe die Geräusche etwas höher gestellt, wenn man es merkt. Endlich führt dein Weg dich zu mir. Du hast mich erwartet? Ja, Altan hat mir alles erzählt. Hör zu, da draußen verhungern Menschen. Ich habe keine Zeit für lange Reden. Kann der Handel zwischen Halhin und Bayan wieder aufgenommen werden? Ich fürchte nein. Was sagst du da? Warum nicht? Und wer bist du überhaupt und warum hat Altan so viel Angst vor dir? Nun, die Mangano-Familie steht deinen Aktivitäten ablehnend gegenüber. Ablehnend also? Und die Menschen in Bayan sollen sterben, ohne dass ihr etwas dagegen unternehmt? Aber wir sind gerne bereit zu helfen, wenn Alima zurücktritt. Sie ist als Dorfvorsteherin untragbar. Unter ihrer Führung haben die Leute dort Pferde gegessen, statt sie zu züchten. Ihr wollt das Dorf übernehmen? Und seine Bewohner vor dem sicheren Tod bewahren. Wenn du mir hilfst, werde ich dich gut bezahlen. Außerdem erhältst du einen Passierschein für deinen Weg durch die Wüste. Ich habe ja gespeichert. Ich probiere mal das Zweite. Danach machen wir das Erste. Ich hoffe, dass dein Tod niemanden besonders treffen wird. Früher oder später wird dir dieser Schritt noch leid tun. Wenn du mich tötest, wird der ganze Mangano-Clan hinter dir her sein. Oh, was sehe ich denn da? Den krieg ich doch eh nicht da. Vielleicht sogar schon. Boah, das geht ja so. Also nicht angreifen, wenn ich hier ein Dauerspeerfeuer mache. Natürlich werden wir das annehmen. Ich will nämlich diesen ganzen Clan hinter mir haben. Und Alima, die war mir noch nie sympathisch. Wobei, dann kriegen wir diesen schicken Dreizack. Vierzack ist das ja nicht. Das ist eine schicke Gabel. Schwer. Es wird später noch Probleme machen, wenn wir die killen, ist klar. Aber da kriegen wir ein bisschen Auras und dieser Vierzack ist wohl nicht so. Naja. Du hast... Ja. Hört zu. Ich für... Was sagst du? Nun. Ablehnen. Aber wir sind... Ihr wollt... Und sein... So. Gut, ich arbeite für dich, wenn die Leute gerettet werden. Gut. Ich arbeite für dich, wenn die Leute gerettet werden. Eine weise Entscheidung. Nimm diesen Brief und bring ihn zu Ledo. Er ist ein guter Freund von mir. Betrachte das Geld als eine Bonuszahlung. Hast du noch irgendwelche Fragen? Es ist wichtig, dass dir alles klar ist. Und dies ist die einzige Gelegenheit, nachzufragen. Was wollt ihr überhaupt mit Bayan? Was wollt ihr überhaupt mit Bayan? Das geht dich nicht das Geringste an. Also erspar uns beide das unangenehme Schweigen, solltest du weiter solche Fragen stellen. Du wirst ganz sicher Lebensmittel nach Bayan schicken? Du wirst ganz sicher Lebensmittel nach Bayan schicken? Aber ja. Vorausgesetzt, Alima tritt zurück. Ich werde die Nachricht überbringen. Das Leben dieser Menschen liegt in deiner Hand. Cool. Wie kommst du voran? Ich arbeite noch dran. Ach ja.
Ach, ich habe ihn hier übergangen. Das heißt, ich kann sofort... Machen wir es mal leicht. Das Schwimmen habe ich keinen Bock drauf. Wo bist du? Da. Weg. Ich muss ja mein Pferd holen. So, Altar noch was zu sagen? Ich glaube nicht. Ich habe mich dafür entschlossen, eine Nachricht für den zu rein. Jo, wir haben Übergang. Hat er noch sonst noch was zu sagen? Tu, was du tun musst. Ich habe nicht vor, ihre Entscheidungen in Frage zu stellen. Ich weiß ja nicht, wie das jetzt mit einem Teleport ist, aber wir gehen mal zu Fuß. Beziehungsweise zu Pferd. Hier bin ich auch richtig zu Pferd. Ja, einfach den Weg entlang. Dann passt. Skillen können wir mittlerweile auch wieder, ne? Vier Parameterpunkte. So. Warte, wir haben noch Skillpunkte. Ja, jetzt können wir wieder skillen. Aber ich will mal ein bisschen was an die Kämpfer-Skills machen, weil... Was war denn das? Blockbrechen? Haben wir jetzt ziemlich gut gemacht. Also das hat ziemlich was rausgehauen. Oder warte. 88%, okay. Dann machen wir mal das. Da war ein Jahres. Streuße, Straße und so weiter und so fort, egal. Und weiter geht's. Teleport, alte Werkstatt. Wenn es den Teleport gibt, dann ist diese alte Werkstatt wohl... Zumindest, dass eine Kiste aufleuchtet, wenn ich es richtig sehe. Doch nicht. Schauen wir mal. Nee, aber hier scheint nichts zu sein. Nein. Ah ja, weiter den Weg lang. Es gibt immer was zu tun. Genau.
Yay! Und so viele Mobs gepult, die nachher gleich wieder wegrennen. Wir um Friede, oh Gott. Mächtig schöner Tag für eine Beerdigung, nicht wahr? Wie wär's mit einem traditionellen Begräbnis für dich oder deine Liebsten? Nur noch heute zum Vorzugspreis. Danke, ich hab vor, noch eine Weile am Leben zu bleiben. Dann bist du bei mir an der falschen Adresse. Ich hab dich hier noch nie gesehen. Du wirkst doch ungewöhnlich lebendig für unsere Verhältnisse. Bist wohl nur auf der Durchreise, hm? Wo soll die Reise denn hinführen? Neugierig bist du ja gar nicht. Sagen wir, ich will in den Norden. Das muss eine Fügung des Schicksals sein, mein Freund. Ich hätte da eine Lieferung zu machen in der Nähe von Hatmandor. Vielleicht hättest du Interesse, sie zu übernehmen. Wäre sicher kein großer Umweg. Geld könnte ich gut gebrauchen. Aber um was für eine Art von Lieferung geht's denn? Das glaubst du nicht, wenn ich's dir erzähle. Vor ein paar Wochen hat unser Dorfvorsteher eine Brieftaube nach Hatmandor geschickt. Wollte nach Hilfsgütern fragen wegen der Dürre. Dann ist ein Bote von der Händlergilde hier aufgetaucht. Also kommt Nachschub aus Hatmandor? Weiß nicht. Bevor der Bote irgendwas sagen konnte, hat er eine Pinkelpause eingelegt. Was soll ich sagen? Direkt aufs Grab von Sambus Sohn. Und ehe wir wussten, was passiert, hat sich Sambu einen Spaten geschnappt und... Naja. Nicht dein Ernst, oder? Ist die Wahrheit, ich schwör's. Wir schicken also nochmal eine Brieftaube und die Gilde antwortet, dass sie so lange keine Hilfe schicken, bis wir den Kopf seiner Familie übergeben haben. Wieso nur den Kopf? Der war sauber abgetrennt. Den Körper hatten wir schon übergeben und nicht gemerkt, dass der Kopf noch fehlt. Aber die Familie von dem Kerl hat seine kompletten Überreste den Nekromanten versprochen. Du weißt schon, die Schwarzmagier, die im Dienst von Gandohar stehen. Jedenfalls habe ich mich mit ein paar elenden Geiern anlegen müssen, um den Kopf zurückzukriegen. Jetzt müsste ich ihn nach Hatmandor bringen. Aber ehrlich gesagt, obwohl ich Totengräber bin, stehe ich nicht so auf dieses Nekromantenpack. Alter. Sag ich mal nichts zu, ich mach's einfach, ich brauch das Geld. Ist ja kein Umweg für mich. Du gefällst mir. Hättest das Zeug zum Totengräber, sag ich dir. Hier, nimm das. Da ist der Kopf drin. Bring ihn zu Ghazan. Du findest ihn im Beerdigungsinstitut Last Meeting. In Ordnung. Ah ja, da wäre noch eine Sache. Wie du vielleicht weißt, sind die Tore auf dem Weg nach Hatmandor verschlossen. Aber vor einiger Zeit ist ein Mann nach Bayan gezogen, der dir helfen kann. Er heißt Tomé und er... Naja, er kann offizielle Dokumente fälschen. Sag ihm, dass der letzte Sommer verregnet war. Dann wird er dir helfen. Ich brauche ja keine gefälschten Sachen, wenn ich da nicht die Nacht überbringe, dann habe ich sie offiziell. Aber wenn ich die gefälschten Sachen kann, dann kann ich sie auch einfach umbringen. Aber dann habe ich wieder diesen Ärger mit diesem komischen Mangalos-Zeug-Leuten. Hallo, Pferd.